Es ist Zeit, über einen Kampf zu sprechen, der laut UFC-Präsident Dana White noch im Laufe des Jahres stattfinden wird. Die Rede ist vom Weltergewichtstitelkampf zwischen Leon Rocky Edwards und Colby Cowles Covington. Direkt im Anschluss an die letzte Titelverteidigung Edwards im März 2023 kündigte Dana White an, dass Colby Covington der nächste Herausforderer auf den Gürtel sein wird, was von vielen anderen Kämpfern, Fans sowie vom Champion Edwards nicht sehr gern gehört wurde, da Covington aktuell in einer längeren Phase der Inaktivität steckt. In einem kürzlich veröffentlichten Podcast sprach nun Covington selbst über diese Ansetzung und so wie es klingt, steht die offizielle Ankündigung kurz bevor, weshalb er schon Einblicke in seine Trainingsstrategie zugelassen hat. Das Ziel von Colby ist es nämlich, im Oktagon so viel Druck gegen Edwards aufzubauen, dass dieser keine andere Wahl haben wird, als physisch sowie mental zu brechen. Das Training bestünde laut dem Amerikaner schon seit geraumer Zeit aus mindestens 500 Schlägen pro Sparringsrunde, was ein unglaubliches Pensum darstellt und ihn selbst auf ein neues Niveau gebracht haben soll. Damit möchte er erreichen, dass Edwards noch nicht einmal die Chance kriegen soll, seine feine Kickbox-Technik zu nutzen, durch die er seit 2015 in 12 Kämpfen ungeschlagen blieb. Edwards hat sich seit einiger Zeit nicht mehr zu diesem möglichen Matchup geäußert, weshalb man immer noch nicht sicher sagen kann, ob es schon unterzeichnete Verträge gibt. Dennoch können wir gespannt sein, wann dieser Kampf stattfinden wird und wer sich am Ende durchsetzen kann. Du willst wissen, wann der Champ wieder ins Oktagon steigt und ob Covington seine Strategie in einem Titelkampf umsetzen kann? Dann like diesen Beitrag, abonniere uns und sei gespannt auf weitere News, Facts und Rumors rund um den Sport, den du liebst.